So, ich weiß nicht, ob der Fitos weiß, was er sich jetzt hier angelacht hat, aber der hat gesagt, ich soll mal hier weitermachen. Wie kriegst du den denn wieder raus? Der steckt ja fest quasi. Schön langsam. Ja, ja. Den gehen, weil da fährst du vor. Ja, 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 verstanden, verstanden. Ich gehe nicht in die Mitte drin. So. So, herzlich willkommen zu Building the Clinic, die wahrscheinlich lauteste Folge bisher, weil es wird richtig gestemmt, es wird richtig gearbeitet hier oben im zweiten Obergeschoss. Und wir werden in dieser Folge uns mit zwei Sachen befassen. Das erste ist unser neuer Aufzugsschacht, der hinter mir ist, den werdet ihr gleich sehen. Und das zweite, das ist eher das Hauptthema, wir befassen uns mit dem zweiten Geschossaufbau in Bauteil A. Und da werdet ihr gleich sehen, wie die Stützen hochgezogen werden. Und das Ganze wird dann münden in unserem neuen Dach. Also sprich, das ist der erste Neubauteil unseres Gebäudes. Und wir nehmen euch wie immer mit ein paar spannenden Impressionen und mit Dingen, die ich als Laie versuche euch zu erklären. Oder vielleicht das auch komplett falsch erkläre. Ich weiß es nicht. Das hat ja keinen Anspruch auf Professionalität. Es geht einfach darum, wir nehmen euch mit, die ganze Story von Building the Clinic. Also, let's go. So, ich stehe jetzt hier neben unserem späteren Aufzugsschacht. Das heißt, hier wird sozusagen in der Mitte dieses Vierecks der Aufzug sein. Und der muss natürlich bis ganz oben, also in das Geschoss, was es momentan noch gar nicht gibt. Und natürlich bis ganz unten in den Keller fahren. Und hier werden dann natürlich immer wieder diese kleinen Ecken rausgeschnitten. Das habt ihr in der letzten Folge ja schon gesehen. Das heißt, die Bauarbeiter machen Kernbohrungen durch die dementsprechenden Deckenteile, ziehen die Kette durch, heben hoch und dann haben wir hier einen sauberen Schacht. Und in den nächsten Wochen wird dieser Schacht natürlich gemauert. Das heißt, betoniert, Entschuldigung. Der wird hochbetoniert, sodass wir am Ende dann diesen abgeschlossenen Aufzugsschacht haben, wie ihr den natürlich in fertigen Wohngebäuden oder Gewerbegebäuden so kennt. Und ja, wir sind jetzt heute hier, wir werden dann nächste Woche hier sein und wahrscheinlich in zwei Wochen. Und dann gucken wir mal, bis die Folge durch ist, wie weit wir dann hier sind. Aber das ist auf jeden Fall der Anfang und ich kann jetzt hier das ganz runter gucken und schauen mir gerade hier den Kollegen an, wie er die Kernbohrung zwischen Erdgeschoss und Kellergeschoss macht. So, wir stehen jetzt hier auf dem Dach des ersten Obergeschosses, also quasi im zweiten Obergeschoss. Und hier entstehen jetzt quasi die Stützen für das zweite Obergeschoss. Hier kommt ja später die Physiotherapie hin. Und das sind diese sogenannten, ich glaube, man nennt das Schalungen. Und jetzt gehen wir mal einmal weiter, weil um diese Drähte kommen hier die Rundumschalungen drum. Hier sieht man die. Und soweit ich das weiß, wird jetzt da oben später dann der Beton reingegossen, der dann aushärtet und dann im Endeffekt die neuen Stützen kreiert, die dann später das neue Dach halten werden. Und das Ganze machen wir dann später natürlich, wenn die Decken drauf sind, im anderen zweiten Obergeschoss, dann für das dritte Obergeschoss. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie schnell die hier sind. Wir werden nächste Woche wieder hierher kommen. Das heißt, das ist sozusagen der erste Teil dieser Folge. Und im zweiten Teil, da werden wir euch schon deutlich, deutlich mehr zeigen können. Aber ich kann euch sagen, hier ist gerade richtig viel los. Schaut mal, was hier alles rumliegt an Material. Da vorne schwenkt der Kran mit den Gerüstteilen. Also man kommt sich hier gerade schon wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr beschäftigt vor. Beziehungsweise ist richtig viel los. Da hinten fliegen die Funken. Guck mal da oben. Film mal da. Hammer. Die Feuerwerk in der Luft. Also hier sprühen die Funken, hier geht es richtig vorwärts. Und ja, so startet man ins Jahr. Richtig geil. Hier seht ihr so ein Sägeblatt, mit dem der Beton durchgesägt wird. Das sind ja richtig dicke Betonunterzüge, beziehungsweise, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich einen halben Meter in der Höhe, 30 cm Breite. Dieser Gebäudeteil hier ist deutlich neuer, wurde gesagt. Also hier nochmal durchzusägen ist viel schwieriger. Und das passiert mit so einem Sägeblatt und das wird hier hochgeführt und geht dann da durch. Das hat schon ein bisschen was von Saw 7, also da willst du nicht drunter liegen, wenn das nicht rotiert. Das ist ja Feuerwerk umsonst hier. Der Feuerwerk umsonst. Und hier seht ihr, da sind eben diese Unterzüge schon weg. Wenn wir mal hier vorne hingehen, da seht ihr auch, dass hier geschnitten wurde. Also viel, viel Arbeit. Also jetzt machen wir im Prinzip in diesem Gebäudeteil genau das gleiche wie drüben. Und drüben, da ist ja jetzt schon richtig was passiert, denn die Decken sind komplett drauf und das zweite Stockwerk entsteht. Und da gehen wir jetzt direkt mal rüber. So, jedes Geschoss braucht natürlich eine statische Grundlage.
Und das alte Gebäude hatte das ja auch schon, das habt ihr in den ersten Folgen gesehen. Diese Stützen, die quer durch das Gebäude einmal außen, aber auch in der Mitte durch das Gebäude laufen. Und das ist ja hier so eine von den alten Stützen. Und hier sind unsere neuen Stützen. Die sind natürlich ein bisschen sauberer. Die werden natürlich später noch schön sauber gemacht, verputzt und so. Aber ihr seht, der Beton sieht natürlich heutzutage ein kleines bisschen anders aus. Ob das besser ist oder schlechter, das müsst ihr mir sagen. Waren früher die Betonsachen besser und jetzt muss auf Kosten geachtet werden und jetzt ist schlechter? Ich glaube nicht. Also ich denke mal, betoniert wird immer noch wie vor 30, 40 Jahren. Und ihr könnt jetzt hier komplett hier schon das Stützenraster sehen. Und an den Außenbereichen seht ihr schon die Schalungen. Da. Für die Bewehrung. Oder beziehungsweise da werden die Bewehrungen gemacht, um dann später natürlich unsere neue Decke aufzunehmen. Und ein kleiner Teil, der gehen wir mal hier rüber, wird gemauert. Also hier ist die Mauer fast ganz fertig. Die sind hier gerade am Schwachteln. Warum jetzt hier gemauert wird, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, alle tragenden Wände werden gemauert. Und später kommen natürlich die Trockenbauwände. Wenn das Dach drauf ist, die werden dann reingezogen. Das dauert aber noch ein paar Monate. Erstmal muss natürlich alles hier, das Gebäude, dicht sein. Und dann kommt irgendwann so im Juni, Juli, glaube ich, will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber Mitte des Jahres dann der Trockenbau rein, wo dann die Wände halt zwischen den Säulen gezogen werden. Hier ist auch schon gemauert. Das heißt, wir werden hier später unseren Durchgang haben im zweiten Obergeschoss. Das ist quasi der Eingang zur Physiotherapie später. Und ja, sehr, sehr laut hier. Ihr hört das ja. Warum das hier rausgestemmt wird, das frage ich mich gerade auch. Ich hoffe, das ist richtig so. Aber es kann sehr gut sein, dass hier vielleicht nochmal neue Deckenteile reinkommen, weil die zu schwer sind oder so. Das werde ich bis nächste Woche mal in Erfahrung bringen und euch dann berichten. Aber das ist im Groben und Ganzen der Stand heute, also 1. Februar. Aber wir haben uns entschlossen, die Folgen jetzt immer so ein bisschen übergreifend zu machen, sodass ihr den Progress innerhalb einer Folge über 2-3 Wochen immer seht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ja, und damit ist es das eigentlich auch schon heute für den 1. Februar. Und mein Ich von nächster Woche begrüßt euch gleich am 8. Februar. Und ich bin gespannt, was sich bis dahin getan haben wird. So, ich weiß nicht, ob der Fitus weiß, was er sich jetzt hier angelacht hat. Aber der hat gesagt, ich soll mal hier weitermachen. Und ich werde jetzt mal versuchen, was wegzustemmen. Mal gucken, ob das geht. Bin mal gespannt. Also, let's go. Okay. 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 Wieder hoch. Wie kriegst du den denn wieder raus? Der steckt ja fest quasi. Nee, der muss ja. Also ein bisschen locker wackeln. Da wackelst du ein bisschen und der geht dann hoch. Ah, okay. Ah, okay, alles klar. Ja. Schön langsam. Ja, ja. An den gehen, weil da fährst du vor. Ja. Verstanden. Ich gehe nicht in die Mitte. So. Okay. Nee. Wie geht der denn runter da? Kann ich den so. Oh. Das ist das Wichtigste. Wie? So da und jetzt kann ich hier runter quasi, ne? Der ist hier runter, genau. So. Ruhig, dass das Schild ein bisschen vorne hoch geht, nee, dann kriegst du ein bisschen Druck drauf. Ne? Aha. Und jetzt geht es so vor. So. Jo, geil. Ja, das war unerwartet. Kam der Fitus einfach. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also ich sag euch, das Ding erfordert sehr viel Feinmechanik und du musst die ganze Zeit im Kopf diese beiden Hände koordinieren. Ja, operieren ja. Das Ding bedienen, ja, brauche ich noch ein bisschen Übung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, dass ich mich geschlagen habe. Aber das macht Spaß. Also das ist echt cool. Das ist cooler als das mit dem ersten Bagger. Wo ich das hatte. Das ist echt noch cooler. Das macht Spaß. So, jetzt kommen wir aber wieder zum Hauptteil der Folge. Es ging ja um das neue Geschoss. Und von unten haben wir gerade schon gesehen, die Decken sind drauf. Und wir gehen jetzt da oben hin und filmen das mal von oben. Und dann bekommt ihr schon mal so einen ersten Eindruck davon, wie das zweite Geschoss aussieht. Dann gehen wir da nochmal rein. Und dann muss ich mal gucken, ob danach noch Footage kommt. Ob wir euch dann vielleicht sogar nochmal dann die Notabdichtung vom Dach zeigen, damit wir eine schöne runde Folge haben. Aber jetzt gehen wir erstmal nach oben. So, jetzt sind wir hier wirklich eigentlich im dritten Obergeschoss schon. Und wir gehen jetzt mal einfach mal zur Decke und schauen mal, wie es aussieht, ne? So.
So, jetzt sind wir hier am Dach. Und hier kann man es richtig gut sehen. Marian filmt jetzt einmal hier auf das Dach. Und man sieht jetzt hier schon wirklich die einzelnen Platten, wie sie hier mit ihren Hohlkammern gelegt sind. Dann hier die Bewehrung. Und jetzt wird in den nächsten Tagen schon die Notabdeckung für das Dach gemacht. Das heißt, dann ist dieser Gebäudeteil von oben her schon mal dicht. Weil momentan, wenn es regnet, sickert das alles komplett durch die einzelnen Fugen bis in den Keller rein. Und das ist natürlich immer blöd. Jetzt haben wir gerade schönes Wetter. Wenn die das noch dicht kriegen, bevor es wieder anfängt zu regnen, haben wir relativ schnell ein trockenes Gebäude. Und am 10. März ist ja schon unser Richtfest. Also das bedeutet, bis dahin müssen wir ganz sicher da unten trocken haben. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben auch hier heute schönes Wetter. Heute soll ja 15 Grad werden. Das heißt, alles trocknet so ein bisschen ab. Und da sieht man auch richtig schön hier die Sonne über dem Rathaus. Da kann der Maria mal hinfilmen. Und ja, da kommen in den nächsten Tagen auch schon das Dach hin. Das heißt, dann haben wir ein zweigeschossiges, komplettes Gebäude. So groß war es noch nie. Das werden wir euch entweder in dieser Folge noch oder in der nächsten Folge dann zeigen. Wahrscheinlich noch in dieser. Und ja, das war es dann eigentlich erstmal jetzt für heute. Heute ist der, wie viel ist noch heute, Marian? Heute ist der 10.? Nee, 14, 15. Gestern war Valentinstag, Mensch. Gestern war Valentinstag, genau. Ja, heute ist der 15. Dann denke ich mal, am 22. werden wir hier auch noch mal filmen. Und dann haben wir ein schönes Wrap-up für unsere Folge. Es ist richtig viel passiert in den letzten Wochen, wie ihr seht. Und wir sind da ganz guter Dinge. Unten sind sie schon dabei, die Unterkonstruktion für die Fenster zu machen. Und das wird sicherlich die nächste Folge dann werden. Aber eins nach dem anderen. Heute kümmern wir uns erstmal um unser Dach. So, ein bisschen Zeit ist vergangen und ich stehe jetzt hier gerade in unserem späteren Treppenhaus. Und das, was ihr hier seht, das ist nicht das Grab, was wir uns von den Kosten her geschaufelt haben. Spaß. Das ist der Aufzugsschacht. Und hier seht ihr im Endeffekt, ja, wie nennt man das denn? Die Schalung für späteren Betonguss. Das heißt, so in der Dimension wird später eben diese, ja, Beton-Einlassung sein, wo der Aufzug dann immer runtergeht. Der muss ja immer ein bisschen tiefer gehen eigentlich als der eigentliche Kellergeschossboden. Und mehr weiß ich jetzt auch noch nicht darüber, weil wir sind jetzt hier gerade vor der Baubesprechung. Aber ich werde die Frau Kislatis gleich mal fragen, wie das dann jetzt hier so weitergeht in den nächsten Wochen. Und dann werden wir euch natürlich immer weiter, was auch hier unser Treppenhaus und den Aufzug angeht, mitnehmen. Ja, und hier haben sie auch schon so ein bisschen weiter die Drähte reingezogen. Oder waren das die Alten, Alex? Sind die Alten, ne? Wir müssen später noch ab. Ja, okay. Mehr gibt es jetzt erstmal hier nicht. So, ich schulde euch ja noch die Auflösung, warum die dieses Teil hier rausgeschnitten haben. Weil eigentlich wollten wir ja kein Cabrio haben unten. Und die Auflösung ist folgendermaßen. Die Streben, die hier waren, wurde festgestellt, waren anstatt längs, waren die quer. Und das hätte nicht gepasst. Das heißt, diese Querstreben mussten alle raus. Und jetzt wird, ich denke, im Zuge, wenn hier das Dach drauf kommt, wir sind ja jetzt hier im Bauteil B, und wenn jetzt das Dach für das zweite Obergeschoss kommt, ich denke nächste Woche, dann werden da die Platten auch nochmal draufgelegt, neue Dachplatten, damit die alle in der gleichen Richtung ausgelegt sind. Also das ist die Auflösung für hier. Dann seht ihr da hinten, Mauerwerk ist alles fertig. Das heißt, das zweite Geschoss für die Physiotherapie ist soweit, naja, komplett fertig noch nicht. Da oben seht ihr, da gehen wir jetzt gleich auch nochmal hoch, da werden gerade die Schalungen gemacht für die Attika, denke ich. Und ich denke, die sind jetzt schon dabei, die Notabklebung für das Dach zu machen. Und dann ist dieses Gebäude oder der Gebäudeteil zumindest von oben schon mal, von der Seite noch nicht, aber von oben schon mal dicht. Und ja, wir gehen jetzt nochmal aufs Dach und schauen uns das nochmal an. Und dann wäre es das eigentlich auch als Wrap-up für unsere Folge. Wir bauen ein Dach auf unser, ja, Bauteil A. So, und jetzt stehen wir eigentlich hier im dritten Obergeschoss, das es aber leider noch nicht gibt. Aber damit es das bald gibt, seht ihr, da vorne werden schon die Vorbereitungen für das Dach gemacht, wie ich gerade von unten gesagt habe, also diese Schalung, die ihr da seht. Und nächste Woche werden die Dachplatten dann gelegt werden. Dieses Treppenhaus, was ihr hier übrigens seht, das bleibt. Ja, also das wird dann sozusagen nochmal nach oben gemauert oder nach oben betoniert. Das ist sozusagen das Nebentreppenhaus. Das ist so für
für uns, für Personal, das soll kein Patientenverkehrsteil stattfinden, aber bei so einem 60-Meter-Gebäude nur ein Treppenhaus zu haben, ist doof. Da müsste man immer wieder zur Mitte, um hoch und runter zu kommen. Also gibt es noch zwei kleine Treppenhäuser an den Enden des Gebäudes jeweils. Ja, und hier ist dann der Boden sozusagen von dem dritten Geschoss. Und da sind nur noch zwei Sachen, nämlich einmal unsere private Wohnung und dann unser Content-Studio, wo Alex dann unsere wunderbaren Videos schnibbelt. Und natürlich die Postproduktion im Social Media stattfindet. Und jetzt gehen wir nochmal da hinten einmal zum Dach. Finally sind wir jetzt hier im Gebäudeteil A wieder auf dem Dach. Und was ihr hier seht, sind ja diese Dachplatten, die haben wir euch beim letzten Mal schon gezeigt. Aber mittlerweile sind die noch nicht ganz, aber teilweise verfüllt. Und das ist dann der Punkt, wo natürlich dann kein Wasser mehr so richtig durchkommt. Und der Dachdecker legt dann, sobald hier alles verfüllt ist, sobald die Attika quasi gemacht ist. Ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Unsinn. Also wenn, dann wird mich Frau Kislatis, weil die guckt das auch immer fleißig. Hallo Frau Kislatis. Wenn das dann gemacht ist, wird die Notabdeckung fürs Dach gemacht. Und ab dem Punkt kommt dann kein Wasser mehr von oben nach unten rein. Außer von der Seite noch, aber da gehen wir ja auch in den nächsten Wochen dran, dass wir dann so langsam die Fenster reinkriegen. Und irgendwann wird es dann schön trocken hier in diesem Gebäude, weil momentan, ja, Ende Februar ist das Wetter noch nicht so nice. Aber wir gehen ja jetzt schön in den Frühling rein und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Entwicklung. Das war es erstmal für heute von Building the Clinic. Das war so ein bisschen so eine Folge über mehrere Wochen, wo wir euch mal einfach mal gezeigt haben, wie entsteht denn so ein Stockwerk in einem Gebäude. Und beim nächsten Mal geht es nicht um Beton, sondern da geht es um Glas. Und dann haben wir natürlich noch unser Richtfest. Also eine von den beiden Folgen werdet ihr als nächstes sehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt uns treu und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Building the Clinic.